Teilaufgabe B, notiere das Beschleunigungszeit, das Geschwindigkeitszeit und das Wegzeitgesetz der Bewegung mit eingesetzten Größen. Auf geht's. Also notieren, Beschleunigungszeit, Geschwindigkeitszeit und Wegzeitgesetz. Und zwar, hier steht es noch offiziell ausführlich mit eingesetzten Größen. Abitur bitte auch machen, wenn Zahlen sind, dann immer auch nochmal einsetzen. So, also notieren von ST, VT und AT. Ich schaue mir ganz kurz an, was gegeben ist. Aus der Aufgabenstellung zuvor hatten wir K ermittelt mit 0,5 Meter pro Sekunde Quadrat. Eventuell ist noch ein V0 und ein S0 von Interesse. Ich gucke ganz kurz in die Aufgabenstellung, ob sich dazu etwas findet. Genau, ohne Anfangsweg und Anfangsgeschwindigkeit. Und der ganze Vorgang dauert 4 Sekunden. Also, hier kann ich jeweils 0 angehen. So, dann los geht's. Notiere ich mir, wenn ich jetzt hier eben genau den Fall habe, dass ich jetzt die notieren soll, muss ich eben meinen Ansatz nehmen und hier muss ich eben dann entsprechend auch, wenn ich Fachwissen habe, das Gültigkeitsgesetz notieren, nämlich für die ungleichmäßig beschleunigte Bewegung mit linearen Beschleunigungszuwachs gilt. Und jetzt kann ich meine Formel notieren. Das ist deshalb wichtig, weil ihr hier für im Abitur auch einen Punkt kriegt. Ihr müsst also sagen, wo kommt das her? Und wenn ihr das nicht notiert, dann könnt ihr eben einfach den Ansatz für die Beschleunigung nehmen und dann eben die Formeln herleiten. Auch das ist in Ordnung. Dann gibt es aber Punkte für die Herleitung. Wenn ihr einfach nur die Formeln hinknallt und nicht ersichtlich ist, woher diese Formeln kommen, dann kann eben da auch kein Punkt gegeben werden. So, los geht's. S ist gleich 1/6 k mal t hoch 3 plus V0 mal t plus S0. Wir setzen ein. Und dann habe ich S ist gleich 1/6 mal 0,5 Meter pro Sekunde hoch 3 mal t hoch 3 plus 0 mal t plus 0. Und wenn ich das Ganze vereinfache, bin ich dann bei 1/12 Meter pro Sekunde hoch 3 mal t hoch 3 und bin fertig. Das wäre jetzt das Wegzeitgesetz. Was jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, dass ich hier mich entschieden habe, beim Wegzeitgesetz einen Bruch zu schreiben. Das liegt einfach daran, weil es eben exakt ist und ich kann damit eben im Kopf später auch gut weiterrechnen. Wenn ich jetzt konkret einen Wert für einen bestimmten Zeitpunkt t ermitteln würde, würde ich natürlich immer den Dezimalbruch angeben. Das ist schöner. Weiter geht's. Jetzt das Geschwindigkeitszeitgesetz. V ist gleich 1/2 k mal t Quadrat plus V0. Ich würde wieder einsetzen und erhalte dann V ist gleich 1/2 mal 0,5 Meter Sekunde hoch 3 plus 0. Und dann vereinfacht ist das Ganze dann
ein Viertel Meter Sekunde hoch 3 mal t Quadrat. Das wäre jetzt das Geschwindigkeitszeitgesetz. Jetzt das Beschleunigungszeitgesetz, a ist gleich k mal t, einsetzen wieder, a ist gleich 1,5 Meter pro Sekunde hoch 3 mal t und ich bin schon fertig.